Mario Kart 8! Willkommen zu Let's Play Mario Kart 8. Zum nunmehr 8. Mal schwenkt Lakitu die Fahnen und schickt uns auf die Rennpisten. Neu hierbei Gravity. Wir können an den Wänden und selbst an der Decke fahren. Das hört sich skurril an, spielt sich aber wirklich gut. Ich hatte nämlich schon die Möglichkeit, das Spiel auf dem Nintendo Presse-Event anzuzocken und bin wirklich hellauf begeistert. Es schaut grafisch so bombastisch gut aus. Sowas habe ich nicht mal auf der PlayStation 4 gesehen. Es ist flüssig und man hat sich wirklich einige Gedanken gemacht, wie man das ganze Spiel jetzt umkrempelt. Dazu aber gleich mehr im 150er Hubraum. Denn wir spielen den 150er und den Spiegelhubraum. 50 und 100 will eh keiner sehen, deswegen lasse ich die gleich mal aus. Ich habe mir sowieso sagen lassen, dass man die Charaktere und Kartteile ohnehin bei jedem Modus freispielen kann. Es ist ganz egal, womit man loslegt. Die anderen Modi muss man nur machen, wenn man dann online wirklich seine 3 Sterne angezeigt haben möchte. Also für die ganzen Protzer unter uns, inklusive mir. Ach ja, apropos Presse-Event, da gab es auch ein Turnier und da bin ich tatsächlich Dritter geworden. Also ich bilde mir ein, dass das eventuell mein bestes Mario Kart sein könnte. Aber das werden wir dann schon online sehen. Hier haben wir gleich mal die ganze Fahrerschar, wobei natürlich noch einige versteckte Charaktere mit dabei sind. Die müsst ihr allerdings alle noch freischalten. Genauso wie die verschiedensten Kartteile. Es gibt, ich glaube, 52 oder 54 insgesamt. Und am Anfang hat man natürlich noch nicht so viel parat, ne? Deswegen würde ich mal sagen, beginnen wir den ersten Part ganz schlicht mit Toad und seinem ganz normalen Standard-Kart. Ja, vielleicht nicht den Standard-Rädern, aber den kleinen Rädern und diesem Gleiter-Teil hier. Und wir beginnen gleich mit dem Pilz-Cup. Vorher möchte ich euch aber noch ein wenig über den Online-Modus erzählen. Wenn ihr online gegangen seid und das Spiel besitzt, dann könnt ihr gleich mal zu den Turnieren gehen und nach offenen Turnieren suchen. Da werdet ihr dann meine Community erblicken und wenn nicht, dann gebt einfach folgenden Code ein: 96079017-3064. Für euch habe ich das schon mal eröffnet. Da spielen wir den 150er Hubraum. Jeder kann mitmachen, egal aus welchem Land, auch aus Timbuktu und Indien und weiß der Teufel. Jeder ist willkommen. Ohne Computer, alle Fahrzeuge, alle Bikes, furiose Items, was aber nicht heißt, dass es da richtig schrecklich zur Sache geht und alles unfair ist, aber dazu gleich mehr. Und auch die Punkte sind völlig wurscht. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe nämlich auch auf euch gehört, weil sehr, sehr viele immer sich gewünscht haben, dass ich die Gaming-News zurückbringen soll, die ich bei Mario Kart Wii Online gemacht habe. Und hiermit kündige ich an, yep, ich bringe sie zurück in anderer, kürzerer, häufigerer Form. Wir werden dann schon sehen, wie das läuft. Aber ich plane auf jeden Fall Mario Kart 8 zweimal die Woche zu bringen. Einmal gegen euch einfach so fahren, aus Spaß. Und das andere ist dann eine globale Runde, wo ich dann noch die News runterrattere, die in der aktuellen Woche halt gerade interessant sind. Aber eins kann ich jetzt schon sagen, dieses Spiel ist auf jeden Fall ein Daumen hoch. 5.000 oder 10.000, weiß ich nicht, aber das ist ein richtig guter Mario Kart Titel. Und warum, das werden wir jetzt gleich beim Pilz Cup sehen. Wir beginnen unser Spiel im Pilz Cup und in der ersten Strecke das Mario Kart Stadion. Selbstverständlich ist die erste Strecke noch nicht so besonders, aber auch hier wird man schon die Neuerungen, sprich die Gravity, sehen können. So, super Start. So wie immer. Bei der 2 A gedrückt. Oh, kickt mich nicht so rum, nur weil ich ein kleines Pilzchen bin. Eieiei. Also, die Münzen gibt's auch wieder, Freunde. Ihr könnt wieder, wie bei Mario Kart 7, 10 Münzen mit euch mitnehmen und somit schneller unterwegs sein. Die sind für eure Höchstgeschwindigkeit notwendig. Bumm. Tschüss, Cooper. War zwar nicht ich, sah aber toll aus. ja. Hier, Gravity ist aktiv. Jedes Mal, wenn wir diese Gleiter unten aktiviert bekommen, und das passiert jedes Mal, wenn wir so eine blaue Linie überfahren, dann können wir an Wänden, an Decken fahren und fallen nicht herab. Außerdem ist es möglich, sich so mit anderen Fahrern, sag ich mal, jetzt gegenseitig zu helfen, indem man sich selbst pusht. Also man rammt diese Gegner und dann bekommen beide einen Turbo-Boost. Früher war das ja immer so,
Man sollte sich aus dem Weg gehen, außer man hat da einen Stern. Aber jetzt haben sie diese Regel ein wenig umgekrempelt und selbst die Münze ist ein Item geworden. Allerdings höchstwahrscheinlich das neue Hass-Item, denn man bekommt sie relativ oft aus auf dem ersten Platz, muss ich leider sagen. Wenn man einen Pilz hat, dann kann man natürlich gleich hier durch diese Röhren durchhuschen. Alles kein Problem und ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen schnell. Das ist 150er Hubraum, ich sag's nochmal dazu, kein 50er. Aber mir ist auch schon auf dem Mario Kart Event aufgefallen, dass die Computergegner leider nicht ganz so stark sind. Also das haben sie womöglich etwas vereinfacht. Somit dürfte es auch einfacher sein, die 3 Sterne zu bekommen. Aber sei es drum, das Spiel punktet sowieso online und selbst das habe ich schon ein bisschen testen dürfen. Ist auch super, wie hier diese Spuren noch auf der Straße zu sehen sind, oder? Bei jedem Drift ist das so. Bis das Rennen beendet ist. Finde ich auch ein super tolles Detail. Und sowieso, egal wohin man schaut, die Texturen sind super scharf, sind super toll. Der Soundtrack ist von einem Live-Orchester eingespielt. Also ihr bekommt hier höchste Qualität geboten. 1080p, 60 Frames die Sekunde. Selbst im Multiplayer. Die zweite Strecke, der Wasserpark. Das Let's Play darf jetzt schon starten, allerdings unter bestimmten Bedingungen, und zwar muss ich alle 5 Minuten einen kleinen Cut machen. Soll heißen, ich schneide die Punktetabellen ab jetzt heraus und die Ladesequenzen. Ich glaube, den Einspieler lasse ich noch drin. Das müsste in 5 Minuten auf jeden Fall gehen, die ganze Strecke zu fahren und den Einspieler noch drin zu lassen. Ja, muss ich nachher bei der Bearbeitung sehen. Part 2 kommt dann zum Release. Das ist der 30. Mai 2014. Aber dieser erste Part, der soll auf jeden Fall schon mal ein Vorgeschmack sein. Und wenn man hier rausfährt, das finde ich so klasse. Die Wassertropfen kleben oder laufen noch an der Scheibe, an der Kamera herunter. Und die Sonne scheint auf die Straße. Es schimmert so wunderbar. Wirklich toll. Oh, das war jetzt nicht toll. Aber nochmal zurück zum Multiplayer. Da konnte ich nicht ganz aussprechen. Oh, neues Item. Nein, erstmal über das neue Item sprechen. Der Bumerang. Den kann man 3-mal werfen. Und damit, wenn man besser wirft als ich jetzt, gleich mehrere Gegner ausschalten. Selbst nach hinten werfen kann man ihn, aber man sollte aufpassen, denn wenn man ihn wirft, yes, und dann ein neues Item einsackt, dann wird er überschrieben und kommt nicht mehr zurück. Ist schade, aber was soll's. So, manchmal gibt es auch diese Drehkreisel, die man berühren kann, um einen Turbo zu bekommen. Jetzt hat man auch gerade sehr gut gesehen, dass ich mit, oh Gott, Iggy oder wie er heißt, zusammengearbeitet habe. Wir haben uns gegenseitig gerammt und uns so einen Boost geschenkt. So kann man sich natürlich dann wunderbar absetzen. Man hat da zwar immer noch diesen Gegner hier vor sich, aber den kann man ja ausschalten, nicht wahr? So, genau. Okay, jetzt kann ich endlich über die Frames und den Multiplayer sprechen. Denn es wird auf manchen Seiten behauptet, der Multiplayer suckt und der sinkt sofort ab auf 720p und 30 Frames per Second. Ist aber nicht ganz richtig, denn wenn ihr zu zweit spielt, dann habt ihr immer noch 1080p und 60 Frames die Sekunde. Ab 3 Spielern im lokalen Modus sinkt es allerdings auf 720p und 30 Frames. Allerdings ist das auch ein bisschen lächerlich, da mehr zu erwarten, denn selbst die Konkurrenz kriegt das nicht hin. Also von daher. Und im Online-Modus, den ich wie gesagt auch schon gespielt habe, hatte ich ebenfalls 60 Frames. Ich weiß natürlich nicht, ob das damit zusammenhängt, dass das Spiel noch nicht draußen ist und dementsprechend die Server noch nicht wirklich belastet sind. Aber ich habe schon, ich glaube, mit 7 Leuten gefahren, die das Spiel halt eben auch schon zum Test bekommen haben und es lief so super flüssig, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ein Traum. Es gab nicht einmal diese typischen Verbindungsfehler. Oder, wie soll ich sagen, ein Charakter fällt runter und dabei ist das gar nicht passiert und eine Sekunde später ist er wieder vor einem. Kennt ihr ja, ne? Von Mario Kart Wii und Mario Kart 7. Nicht ein einziges Mal erlebt. Alles super flüssig, super geil. Super geil, Edeka. Nee, und jetzt sind wir hier beim zuckersüßen Canyon. Hier ist logischerweise alles süß, nur das Wasser nicht irgendwie. Ich finde, das passt nicht ganz. Da hätte man vielleicht Cola oder so draus machen sollen. Oder vielleicht Schokosoße. Aber ansonsten ist hier alles aus Zucker, Keksen, Kuchen und dergleichen. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Eine positive Überraschung, die ich im Vorfeld angekündigt hatte, ist nämlich,
Das Spiel ist super fair geworden. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon gefragt. Ja, wo ist denn der Stachy? Wo ist denn der Blitz? Und genau das dachte ich mir nämlich beim Presseevent auch. Ich habe das gezockt. Ganzer Cup vorüber, es kam kein Blitz, es kam kein Stachy. Ich habe links, rechts geguckt. Bin ich hier richtig? Ist das Mario Kart oder ist das ein anderes Spiel? Und nein, die haben sich wirklich große Mühe gegeben, das Spiel jetzt sozialer zu gestalten. Stachy und Blitz gehört nunmehr zu den... Oh, okay, ich sag nichts mehr. Nein, Schmarrn, ernsthaft. Die beiden Items gehören zu den seltensten Items momentan. Nur wenn ihr auf Furios stellt, dann kommen sie wieder häufiger vor. Allerdings immer noch chilliger als bei Mario Kart 7, meiner Meinung nach, nach meinem Empfinden. Deswegen würde ich behaupten, das hier könnte das fairste Mario Kart aller Zeiten sein. Und es wird online einfach viel offener, weil auch durch das Item Münze ist es nun nicht mehr möglich, da vorne die ganze Zeit zu campen mit irgendwelchen Items und sie zurückzuhalten, weil man wird zwangsläufig irgendwann in Kämpfen verstrickt sein, wo man dann Items abwerfen musste, wie ich jetzt. Und dann kriegt man gegebenenfalls diese Münze hier und ist dann eben wehrlos. Aber sollte ein Stachy kommen, dann könnte man den auch abwehren mit einem neuen Item, das sich nennt Hupe. Haben wir aber noch nicht bekommen, leider. Bekommt man auch nur ganz selten auf den ersten Platz. Allerdings kommt der Stachy eben auch so selten, deswegen fällt das gar nicht so ins Gewicht. Ja, ich mochte die Strecke jetzt nicht ganz so. Wie gesagt, das Wasser finde ich ein bisschen unpassend, könnte Schokosoße sein, aber es ist trotzdem super schön gemacht. Und hier die Steinblockruinen, die habe ich schon im Trailer abgefeiert und ich mag die Strecke auch. Ist ein super Abschluss für den Pilzcup. Vielleicht interessiert den einen oder anderen, wie oft ich die Strecken schon gefahren bin. Sagen wir mal so, ich bin jede zweimal gefahren. Einmal offline und einmal dann im Turniermodus. Über das Mario Kart Event werde ich noch sprechen, allerdings nicht in diesem Part, weil jetzt möchte ich möglichst viele Informationen zum Spiel unterbringen. Wir haben ja noch einige Parts vor uns. Ey, die rote wollte ich gerade abschmeißen. Nein, ich fahre am Itemkasten vorbei. Zu fix. Naja. Übrigens, ihr solltet wirklich immer schön an den Wänden fahren, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, denn meistens kann man so Gefahren entgehen oder noch den einen oder anderen Boost mitnehmen. Ja. Hilfe. Natürlich gibt es auch die ein oder andere Abkürzung, wie diese hier zum Beispiel, aber das hat mal so gar nicht geklappt. Egal. Ist besser so. Denn dann haben wir jetzt zumindest auch mal gesehen, dass Lakitu, wenn man runterfällt, einen früher wieder auf die Straße zurückbringt. Denn in früheren Mario Kart-Titeln, ich wage das jetzt einfach mal zu behaupten, war das Rennen schon zu 80% gegessen, wenn man einmal runtergefallen ist. Man hat es einfach nicht mehr geschafft, nach vorne zu kommen. War nur relativ schwer. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Also man kann sich durchaus mal so einen Lapsus leisten. Man hat dann noch Chancen mitzumischen. Und man verliert sogar nicht einmal sein Item. Das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt sein müssen, aber ja. Gut, wir wollen jetzt hier nicht auf höchstem Niveau meckern. Vorhin haben wir den Bumerang gesehen. Jetzt sehen wir das nächste neue Item, die Piranha-Pflanze. Ich mag sie. Aua. Nein, sie wurde getötet vom Blitz. Was zum Teufel? Jetzt haben wir schon den zweiten Blitz. Vorhin laber ich. Blitz kommt nur ganz selten vor. Jetzt haben wir den zweiten im Let's Play. Seems legit. Nein, aber ihr könnt mir wirklich glauben. Also das Spiel ist sehr sozial geworden. Es macht super viel Fun. Ich hatte eigentlich erst eine einzige Betrugssituation. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und das ist wirklich göttlich. Oh, wie alles so furchtbar geil aussieht. Also egal, wo man hinschaut. Man möchte ja links und rechts gucken, ne? Weil das alles so detailreich und wunderbar ist. Aber man muss sich auf die Strecke konzentrieren. Vielleicht mache ich das mal im Zeitfahren. Ach ja, genau. In der letzten Runde könnt ihr auch hier durch die Mitte segeln. Hi, ja, 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 ja. Nochmal baden gehen. Also mir gefällt es auch, dass es so viele alternative Wege gibt. Man kann da durch die Mitte, man kann da nach rechts, man kann da nach links, man kann sogar durch das Wasser durch. Und ich möchte übrigens schon noch Erster werden, weil es geht für mich schließlich um die drei Sterne. Aber ja, gut, wenn man so doof ist, hat man es auch nicht verdient, ne? Das war's dann wohl, schade. Schon im ersten Part die drei Sterne verkackt. Das war eigentlich schon mein Ziel, das in dem Let's Play in jedem Cup hinzubiegen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Kartfahrer, muss ich gestehen. Ich nehme lieber die Bikes. Natürlich haben wir trotzdem den Goldpokal bekommen, aber es werden wohl nur zwei Sternchen sein. Ein bisschen schade ist, dass es keine wirklich coole Zeremonie mehr gibt, wenn man gewonnen hat.
Und noch so ein bisschen Mario Kart TV. Was das ist, erkläre ich ebenfalls dann in einem anderen Part. Und dann bekommt man auch schon seinen Pokal. Der sieht allerdings wirklich krass aus. Und wie ich schon gesagt habe, 2 Sterne. Wir haben den Blumencup freigeschaltet und einen neuen Charakter. Außerdem den Toad-Stempel. Ich glaube, man muss mit jedem Charakter fahren, um jeden Stempel freizuschalten. Mache ich das einfach mal offscreen. Wie gesagt, wir spielen jetzt den ganzen 150er Hubraum durch, dann den Spiegel und offscreen mache ich dann 100er und 50er. Danach geht es dann weiter mit online und am 30.05. kommt Part 2 mit einem Bike. Und da habe ich leider eine negative Nachricht, was die Bikes angeht. Was das ist, sehen wir dann. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und bis die Tage. Tschüss.